Hallo und herzlich willkommen zu Graveyard Keeper. Ja, 3 Folgen habe ich aufgenommen und habe nicht richtig realisiert, dass es ein DLC gab. Und zwar ein ziemlich cooles noch dazu. Und zwar, oh, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Ich habe ihn gerade eben noch gesehen beim Einloggen. Jetzt habe ich ihn wieder vergessen, aber egal. Auf jeden Fall konnte man bisher, wenn man Leichen hatte, sie entweder im Friedhof vergraben. Einfach, um seinen Friedhof schöner zu machen. Und natürlich Geld zu bekommen. Oder verbrennen, um an Reagenzien, Zutaten halt zu kommen. Und natürlich auch an Geld. Mittlerweile mit diesem DLC kann man auch was anderes machen. Man kann diese Toten reanimieren und eine Zombie-Armee quasi erstellen. Und diese Zombies helfen einem dabei, verschiedene Sachen zu machen, zum Beispiel das Holz fällen, dass sie Holz holen, Holz hacken gehen oder Steine sammeln gehen, und die bekommt man dann. Sprich, sie sammeln Ressourcen für einen, wenn man es so haben will. Und dadurch wäre der Grind-Faktor beim Spiel doch ein bisschen weniger. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Und ich finde, das sollten wir als allererstes mal machen. Dass wir mal versuchen, das zu machen. Eigentlich wollte ich ja in die Stadt gehen, glaube ich. Aber ich glaube, wir versuchen erst einmal... Wir versuchen erst einmal das andere Zeug zu machen. So, legen wir doch erstmal noch die Blümchen hier weg. Kann man da runter ins Ding? Ja, da kann man runter. Erst einmal unsere Dings leer machen. Wobei, das war jetzt ein bisschen blöd. Ne, es war nicht blöd. Wir müssen sowieso hierher. Um es kurz zu sagen, ihr erinnert euch an diesen Gefangenen da hinten? Und dass, als wir im Dings waren, Gary, da unten sieht man ihn ja, was gesagt hat, dass man ihn nicht befreien soll. Genau dahin müssen wir nämlich jetzt. Das ist der Anfang vom DLC. So, aber lasst uns erstmal, wie gesagt, die Toten... Nein, Mist, ist was Falsches. Das hier kommt hier rein. Alchemieregal. Die Köpfe können rein. Das kann rein, das kann rein. So. Dann gehen wir mal dahin. Zu dem Guten. Klingt so, als stöhnte da jemand um Hilfe. Ah, ich sollte mal nachsehen. Heiliges Kanonenrohr! Tatsächlich, was für eine nette Überraschung. Ich freue mich, endlich mal wieder jemanden zu sehen. Bist du am Leben? Brauchst du Hilfe? Sagen wir mal, ich bin bei Bewusstsein und ich freue mich sehr über dein Hilfsangebot. Mein Name ist Gunther. Das sollte rechts irgendwo ein Hebel sein. Ah, hab ihn. Toll, ich bin verwundert, dass der noch funktioniert. Würdest du mich jetzt bitte ein paar Mal mit deinem Schwert schlagen? Kannst du mir erst eine Frage beantworten? Schlag mich bitte erst. Ich habe schon so lange nichts gefühlt. Na gut. Erledigt. Ah, das tut gut. Das erste Gefühl nach so langen Jahren. Jetzt beantworte ich deine Fragen gern. Oh. Warum sollte ich dich schlagen? Oh, in meiner derzeitigen Lage fühle ich nichts. Zunächst war das wie ein Albtraum, aber dann fand ich heraus, dass ich noch immer Schmerz empfinden kann. Fühlt sich nicht wie Schmerz an, eher wie eine sanfte Brise, aber das ist alles, was ich habe. Ich kann dich nochmal schlagen, wenn du willst. Das ist nett von dir, vielleicht später. Nach so vielen Jahren waren deine Schläge wahrlich ein Vergnügen. Es wird ein paar Jahre dauern, bis ich wieder ein solches Vergnügen verspüren kann. Und ich habe noch ein wenig Fleisch auf den Knochen. Es wäre so schade, es sie zu vergeuden. Wer bist du? Wie gesagt, ich bin Gunther. Bist du tot? Komplizierte Frage. Ich selbst würde mich eine transitorische Person nennen. Aber allgemein nennt man uns Untote.
Wie bist du zu einem transitorisch geworden? Wissenschaft und ein wenig Magie. Der alte Meister hat mich gemacht. Nun ja, eigentlich hat er viele von uns gemacht. Arbeiten meine Brüder noch auf dem Friedhof? Nein, ich glaube, es gibt nur noch dich. Übrigens, ich bin der neue Friedhofswärter. Oh, dann mach mir mal ein paar Brüder. Sie werden dir eine große Hilfe sein. Sind die dann alle so wie du? Leider nicht, ich bin einzigartig. Irgendwas ist falsch gelaufen. Ich bin zu schlau. Deshalb hat mich der alte Meister hier angekettet. Ich habe nicht dazu gepasst. Ich kann dich freilassen. Ich bin schon zu lange hier angekettet. Mein Fleisch ist zu gammelig. Außerdem mag ich es hier irgendwo. Wie können deine Brüder mir helfen? Oh, die können einfache Aufgaben für dich erledigen. Wenn du ihnen die richtige Ausrüstung gibst, können sie Ressourcen für dich sammeln und sie sogar transportieren. Welche Ausrüstung? Ich glaube, ein Zombie ist irgendwo unter den Felsen auf dem Weg zum Wald vergraben. Du kannst ihn ausgraben und jetzt seine Ausrüstung anschauen. Und wie mache ich andere transitorische? Oh, das ist einfach. Du findest die Blaupause für einen Wiederbelebungstisch auf dem Regal zu deiner Linken. Irgendwo sollten hier auch noch ein paar Flaschen mit den Hauptzutaten für die Wiederbelebung rumliegen. Du kannst immer mehr am Alchemietisch machen. Kennst du das Rezept? Nun, die zweite Zutat ist Blut. Bin mir nicht ganz sicher, was die erste war. Irgendein Pulver, glaube ich. Okay, reden wir nochmal. Wo finde ich... Erzähl mir mehr von Wiederbelebungszutaten. Die erste Zutat ist irgendein Pulver. Ja, das haben wir. Wo finde ich Zombie-Ausrüstung? Es gibt einen Pass im Wald gegen nördlich der Kirche. Mein transsotischer Bruder müsste dort irgendwo unter den Felsen vergraben sein. Okay, dann schauen wir mal das hier an. Wir haben eine Blaupause freigeschaltet, und zwar der Auferstehungstisch. Und wir bekommen noch Zombiesaft. 3 Stück, den brauchen wir wahrscheinlich zum Wiederbeleben. Ja. Jetzt haben wir das hier freigeschaltet. Auferstehungstisch. Und dann können wir die Transportstation erledigen. Was das genau ist, weiß ich nicht. Aber das sieht aus, als ob, wenn man Holz holt oder sonst irgendwas, das dann... Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Machen wir, wir lernen die 2 Sachen auf jeden Fall mal. Dann können wir jetzt Zombies erstellen. Sehr schön. Und ich denke, die werden eine große Hilfe sein. Das Sägewerk, das wir gesehen haben, ist zum Beispiel so eine Stelle, wo sie dann Holz hacken können. Ich nehme mal noch das hier mit. Und, wir haben den Glauben natürlich noch oben gelassen. Ich glaube, den nehmen wir auch mal mit runter. Weil als allererstes will ich, wenn ich diese Flüssigkeit habe, will ich sie erstmal studieren. Bevor wir sie verwenden. Wer weiß, wann wir wieder an welche rankommen. So, wie sieht es denn damit aus? 3, 1, ja, oh, passt. Das passt. Zombiesaft. Yay. Haben wir sonst noch was zum Studieren? Wir könnten mal einen Stein studieren. Okay. Wir brauchen erstmal wieder... Stein haben wir auch noch nicht studiert. Wer ist da noch mit so einer Spitzhacke? Okay, aber das war's dann mal. Genau. Müssen wir das... Nee, den Alchemie-Dings müssen wir im Dings bauen. Also nehme ich jedenfalls mal sehr stark an, da wo halt auch die Leichen sind. Aber gehen wir erstmal die, den anderen Zombie suchen.
so nördlich von hier. Und wir können gleich noch schauen, ob wir eine Bienchen bekommen. Komm schon, Bienchen. Nur Honig. Schade, schade. Auch nur Honig. Ja gut. Ja, und ich würde sagen, hier ist es genau. Das muss der Ort sein, von dem Gunther gesprochen hat. Ich sollte diesen Zombie suchen. So. Blaupause, Zombie-Bergwerk links. Mit dem Bau des Sägewerks beginnen. Zombie-Steinbruch rechts. Zombie... Was? Marmor heißt es. Marmorbruch rechts. Eine Zombie-Farm. Ein Zufallstextgenerator, was auch immer das ist. Können wir den Zombie dann irgendwie wiederbeleben? Könnte sein, dass wir den ersten sogar wiederbeleben können, dass wir den nehmen können dafür. Jetzt schauen wir erstmal, was wir dafür brauchen. Auferstehungstisch. Oh, das geht ja einfach. Komplex. 4 Stück und 4 Holzplanken. Und lass uns erstmal noch schlafen gehen. Das sieht jetzt nicht so nach so viel aus. Und wir bekommen auch gleich wieder ein bisschen Glauben, aber da werde ich auch wieder den Glauben-Dings nehmen, weil... 1, Komplex, Komplex, Metallschrott, Komplex haben wir gar nicht, okay. Ja, weil ich glaube, Glauben bringt uns im Moment mehr als das andere. Und nochmal so einen. Ich glaube, das müsste es eigentlich jetzt gewesen sein, richtig? Ne, halt Holzplanken haben wir noch gebraucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir gebraucht haben. 4 Stück. Wie viel haben wir? 4 Stück. Dann schauen wir mal, ob wir so einen Auferstehungstisch machen können. Wie gut das alles funktioniert. Da kommt der Dings. Ja, okay. Auferstehungstisch. Den bauen wir mal vielleicht hier unten hin. Geht bald die Energie aus. Yay! Gleicher und die Ressource. Okay. Wenn wir jetzt die Leiche hier nehmen, geht es? Oder brauchen wir da tatsächlich eine Leiche für? Ah, ne, das geht anscheinend nicht. Arbeitseffizienz 8%. Müssen wir die auch, die haben auch anscheinend Effizienz, okay. Aber den kann ich anscheinend nicht mehr nehmen. Oder muss ich den, Moment. Wisst ihr was, dann werden wir den hier verbrennen. Wenn wir den verbrennen, denke ich. Und uns eine neue Dings holen. So, was wollt man? Ehrliches Gebet hier. Oh, da will jemand beichten.
Sehr schön, Geschichte und Glaube, das gefällt mir. So, dann holen wir uns doch mal ein bisschen Glauben. Ja, die Texte kennen wir alles schon. Lasst auch gleich ein bisschen Geld da. Ja, so viel mehr war das irgendwie gar nicht mit dem anderen Gebet. Da ist mir der Glaube irgendwie schon lieber. Ja, das waren gerade ein paar Kupfer mehr. Das hat es wirklich nicht so richtig gebracht. Naja, gut, was soll's. Bleiben wir mal mit dem hier. Karotten. Wir brauchen neue Leichen. Und wir müssen natürlich auch noch das vorbereiten, wo die arbeiten sollen, wie zum Beispiel das Sägewerk. Das müssen wir wahrscheinlich sogar noch lernen erst, oder? Genau. Da sind noch zwei Unsichtbare, wo wir noch nicht wissen. Hier gibt's was Neues, der Zufallstextgenerator. Irgendwas mit Schreiben. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Da haben wir die Gärtnerei, da können wir es auf einen Zombie wahrscheinlich setzen. Also einen Zombie zur Gärtnerei hinsetzen. Bergbau, das ist natürlich nicht schlecht. Zombie-Holzbau. Mit Bau des Sägewerks beginnen, das finde ich gut. Holz erstmal. Holz brauchen wir so viel. Und Stein ist eigentlich auch nicht schlecht. Stein machen wir auch gleich. Mal nochmal schauen, was wir dafür brauchen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir dafür brauchen werden. Wahrscheinlich fehlen uns jetzt die ganzen Ressourcen, hoppla. Wo ich hinlauf. Ja, muss es sein. Fertigen. Wir brauchen 18 Balken. Okay. 6 Nägel. Oh. Und eine Axt 1. Die ist dann wahrscheinlich weg. Das heißt, wir brauchen selber mal noch eine neue wieder. Aber die können wir ja, glaube ich, selber wieder herstellen. Okay. Und wir brauchen natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, eine Leiche, die wir dann wiederbeleben können. Und Pulver, ja, da brauchen wir noch das andere Zeug, das wir noch nicht herstellen können. Die Mühle war es, glaube ich. Die Mühle und diesen Handmischer. Wo wollte ich hin? Erstmal Zeug ablegen. Okay. Wir wollten erstmal Karotten holen gehen. So, 10 Stück. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie gut es funktioniert. Da bin ich extrem gespannt drauf. Die muss man wahrscheinlich dann aber immer wieder neue machen. Ja, das sollte ja kein so großes Problem sein. Ich hoffe aber, dass die einigermaßen lang halten. Lang halten, das hört sich ziemlich makaber an. Okay, also 7 Stück haben wir von dem hier. Was war's? Eine Axt? Die sollte man natürlich auch noch bauen. Was brauchen wir denn für eine Axt? Ja, genau. Dann bauen wir doch gleich mal die Axt. So.
Und Nägel brauchen wir. Ja, die haben wir auch keine mehr. Nicht genug Energie. Na gut, dann lasst uns mal schlafen gehen und beim nächsten Mal weitermachen. Dann schauen wir mal, dass wir das Sägewerk machen und hoffentlich auch unseren ersten Zombie erstellen, der uns dann hilft beim Holz holen. Dann müssen wir uns da schon mal nicht mehr drum kümmern und das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, dann würde ich hier Schluss machen und beim nächsten Mal weiter. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut, bis zur nächsten Folge und tschüss.